für den Mittelstand. Die Raiffeisenbank Ravensburg wünscht Ihnen gute Unterhaltung bei Chefsache. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Wirtschaft ist ja eigentlich ganz einfach. Da gibt es auf der einen Seite ein Bedürfnis, welches von der anderen Seite gestellt wird. In der Tat wissen wir aber auch, so ganz einfach ist es natürlich nicht. Der Kunde, der möchte nicht mehr rein als König betrachtet werden, sondern vielmehr als Partner, der durch die Höhen und Tiefen seines Lebens hindurch begleitet wird. Umso wichtiger ist es wiederum für Unternehmen, dass sie möglichst viele Informationen über besagte Kunden haben und zugleich auch den Datenschutz einhalten. Der Einzelhandel steht hier vor ganz besonderen Herausforderungen, aber auch vor Chancen. Wie der Einzelhandel die Kundenbindung heutzutage gestalten kann, das ist das Thema bei Chefsache. Mode für die ganze Familie. Dafür steht das Unternehmen Bredel in Ravensburg. 1901 in Wangen im Allgäu gegründet, laden heute zwei große Haupthäuser in Ravensburg zum Shoppen ein. Herren- und Damenmode in der Stadelgasse, junge Modewelt Utopia am Marienplatz. Zwei Geschäfte, die unterschiedliche Bedürfnisse erfüllen. Das reicht aber in Zeiten von Click and Buy längst nicht mehr aus. Konkurrenz gibt es heute doppelt. In Verkaufsräumen und virtuell im Netz. Wer online shoppt, spart Zeit und bei vielen Anbietern auch Geld. Einzelhandel kann das nicht, punktet aber dafür mit Beratung und seinem Bezug zur Region. Auf diese Pferde setzt Bredel. Modeberatung geht bei Bredel spontan oder geplant. Mit dem Modeberater seiner Wahl wird dann typgerecht geshoppt. Und wer im Ländle shoppt, ist klar im Vorteil. Die Bredel Citycard ist das lokale Payback-Modell in Ravensburg. Bei verschiedenen Partnern in Ravensburg und der Region können Kunden Punkte sammeln. Neben Preisvorteilen bietet die Citycard Gutscheine und tolle Erlebnisse, wie aktuell das Bryan Adams Konzert. Sind das die Wettbewerbsvorteile im Einzelhandel, Beratungsqualität und Regionalität? Oder gibt es keinen Wettbewerb, sondern zwei Welten, die reale und die virtuelle? Unser Thema heute bei Chefsache Kundenbindung im Einzelhandel und zu Gast im Studio ist Gerhard Giesecke. Er ist Inhaber und Geschäftsführer des Bekleidungshauses Bredel in Ravensburg. Wir kennen uns schon einige Jährchen, deshalb bleiben wir auch gleich beim Du. Herzlich willkommen, Gerhard. Hallo Rolf. Du, wir haben jetzt gerade hier diese Bredel Citycard gesehen. Ist das ein sehr wirkungsvolles Kundenbindungsinstrument und wenn ja, warum? Also das kann ich sofort bejahen. Und das hat folgenden Grund. Der Kunde gibt uns, sagen wir, ein Stück weit seine Daten. Ja, das muss man ehrlich so sagen. Aber das ist ja seine Entscheidung. Und er hat natürlich dadurch wieder Vorteile über das ganze Jahr hinweg. Also das ist eine sehr große Vertrauensbasis im gegenseitigen Sinne. Und darum ist es auch sehr wirkungsvoll. Müssen wir nochmal konkretisieren, was sind denn das für Daten, die er denn bereit ist zu geben? Also das entscheidet er selber, wie weit er geht. Also er kann bis zum Geburtsdatum, Telefonnummer kann er angeben. Was wichtig ist für uns oder auch für das Gegenseitige ist dann, wir müssten auf jeden Fall die Adresse haben. Also diesen Grundstock, den müssen wir haben und dann kann man auch gut, sagen wir, damit umgehen. Und ihr seht dann letztendlich anhand dieser Karte, wie der Kunde bei euch einkauft? Ja. Also er kann auch selber dann nachvollziehen, was er bei uns gemacht hat. Oder auch jetzt bei den Partnern, die ja noch in Ravensburg sind. Also es ist für ihn auch selber transparent. Das kann er übers Internet dann nachschauen, was hat er mit uns gemacht. In eurem Segment Mode, mal ganz allgemein gesprochen, da tummelt sich ja natürlich einiges. Du hast Billigmarken, die am Markt sind. Es gibt Outlet-Center beispielsweise. Dann den ganzen Online-Bereich, den wir ja auch vorher gesehen haben. Wie kann denn da sich überhaupt der Textileinzelhandel finden und auch die Kunden so an sich binden, dass sie auch wiederkommen? Also momentan hat der Textileinzelhandel und speziell im stationären Bereich, das heißt so in der Innenstadt, ja, hat er einen schweren Stand, weil es ist ganz natürlich en vogue in Mode, digital einzukaufen im Internet, ja, zum Glück jetzt schon nicht mehr so steigerungsfähig, aber der hat uns sehr zugesetzt und setzt uns auch am meisten zu. Also es ist so, dass wir momentan im stationären Handel leider keine Zuwächse haben, obwohl die Rahmenbedingungen, ja, was die Arbeitslage betrifft, auch die Konjunktur betrifft, ja Traumverhältnisse sind. Aber die Zuwächse, was im Handel, also jetzt nicht in dem stationären Handel, sondern insgesamt, weil das Internet ja dabei ist, wird hauptsächlich die Zuwächse im Internethandel getätigt.
dann könnte man ja sagen, naja gut, der Kunde geht halt dorthin, wo er das beste Produkt und vielleicht auch die beste Beratung bekommt, wo er sich letztendlich auch am besten fühlt. Was heißt das für den Einzelhandel? Ja, gut, ich habe jetzt natürlich erstmal ein schlechtes Bild geschaffen. Wir haben natürlich unsere Chance, ja, und das möchte ich auch mal drauf eingehen. Wir haben natürlich emotionale Punkte, die wir natürlich setzen können, die im Internet nicht gehen. Also wir haben einfach tolle Beraterinnen oder auch Berater. Ja, man kann die Mode anfassen. Und jetzt wir speziell bei Bredel sagen, natürlich der Kunde und auch der Mitarbeiter, da tun wir jeden Tag alles dafür, soll sich wie zu Hause fühlen. Also er soll sich einfach wohlfühlen. Und das ist sicher besser als in der Kiste, ja, also im Internet, sondern man soll lieber in die Stadt kommen, in die Geschäfte. Und da tun wir jeden Tag alles dafür. Stichwort die Persönlichkeit des Beraters oder des Verkäufers vor Ort. Was sticht was sozusagen? Also wenn der Kunde jetzt vor einem, wie sagt man so schön, Zielkonflikt steht, er hat eine Ware, die es zu einem günstigeren Preis beispielsweise im Internet gibt und auf der anderen Seite eine vergleichbare Ware im Einzelhandel zu einem teureren Preis, weil vor Ort halt auch der Verkäufer ist, den ich kenne. Was ist dann letztendlich die Entscheidung, die er trifft, oder ist es mal so, mal so? Also in einem Punkt muss ich gleich mal widersprechen. Grundsätzlich kann man nicht sagen, dass es im Internet preiswerter ist. Also es kann genauso umgekehrt sein. Ja, also das ist wirklich so. Also man weiß heute schon, dass der Kunde einfach aus dem Image heraus und auch von der Verblendung her oft im Internet mehr bezahlt wie im stationären Einzelhandel. Vor allem wenn Teile, sagen wir, in eine Reduzierung kommen. Weil die Mode, das weiß man, es gibt Schlussverkäufe, es gibt Sales. Und dann ist im stationären Einzelhandel hat man oft die besseren Preise wie jetzt im Internet. Also da muss ich gleich mal damit aufräumen. Also das ist nicht so. Sag mal, und der Berater selbst muss sich ja auf ganz verschiedene Kunden immer einstellen können, was ich mir recht schwierig vorstelle, eine Kundenbeziehung herzustellen, wenn es das Gegenüber nicht möchte. Beispiel, nimm den Rolf. Der kommt in einen Laden rein, er wird gefragt, kann ich Ihnen helfen? Ich sag nein. Wie der Einverkäufer am besten drauf reagieren kann, sodass ich letztendlich dann auch wiederkomme. Liebe Zuschauer, ich bin gespannt, was Gerhard Giesecke darauf antworten wird und darauf kommen wir gleich zu sprechen im zweiten Teil unseres Gespräches zum Thema Kundenbindung im Einzelhandel. Kurze Pause bei Chefsache. Raiffeisenbank Ravensburg. Stark für den Mittelstand. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Chefsache. Unser Thema heute Kundenbindung im Einzelhandel und zu Gast im Studio ist Gerhard Giesecke. Er ist Inhaber und Geschäftsführer des Bekleidungshauses Bredel mit Sitz in Ravensburg. Und wir haben festgestellt, beispielsweise eine Kundenkarte kann ein gutes Kundenbindungsinstrument sein. Aber ganz entscheidend ist offensichtlich auch der Verkäufer, die Persönlichkeit, die vor Ort in den Verkaufsräumen ist und sich mit dem Kunden auseinandersetzt. Ich habe dir vorhin eine Situation geschildert, wie sie, glaube ich, immer wieder in ganz vielen Einzelhandelsgeschäften stattfindet. Da ist der Verkäufer im Laden, Kunde kommt rein, Verkäufer fragt, kann ich Ihnen helfen? Ich sage nein. Und jetzt? Schluss mit der Kundenbindung. Wie geht man damit um? Na gut. Da hat er sich vielleicht nicht ganz günstig verhalten, weil ja, das ist eigentlich der Verkaufs. Also nicht der Kunde kann sich nie ungünstig verhalten, also nur der Verkaufsmitarbeiter. Also er sollte natürlich schon, wenn der Kunde kommt, muss er seine Antennen ausfahren und muss einfach dann Gefühl finden, ja, und einfach beobachten, wann ist jetzt der Zeitpunkt, wenn der Kunde tatsächlich jetzt Hilfe braucht. Ja? Nur banal zu sagen, kann ich Ihnen helfen, da rutscht mir das auch raus in anderen Häusern und sagt, mir ist nicht zu helfen. Ja? Also das sollte nicht passieren, sondern er sollte eigentlich genau den Zeitpunkt abwarten, wenn der Kunde das wirklich braucht. Ja? Und dann ist im Prinzip auch das ein guter Gesprächsstart. Also in dem Moment, wo der Kunde sich vielleicht jetzt nicht mehr orientieren kann oder braucht jetzt wirklich, sucht seine Größe, dann muss er parat sein. Und diesen Zeitpunkt muss er abwarten und dann ist das auch eine gute Sache. Aber kann ja nicht immer überall sein, wenn jetzt mehrere Kunden in so einem Laden sind. Andere Seite, mir passiert es auch immer wieder, dann, wenn ich eine Hilfe brauche, ist niemand da.
Ja, das sollte natürlich auch nicht sein, ja, aber es kann natürlich auch mal Hochbetrieb sein. Okay. Ja, aber wir schulen eigentlich unsere Mitarbeiter auch und er sollte auch mal die Möglichkeit haben, dass er 2 bis 3 Kunden parallel berät. Also zu dem sollte er auch fähig sein. Ja. Und wir gucken auch, dass gewisse Nebenarbeiten, ja, die sind da in so einem Handelshaus oder Modehaus natürlich auch da, dass wir die natürlich zu anderen Zeiten machen. Ja, die sind da, aber die werden natürlich verschoben, nicht wenn unsere Kunden kommen. Euer Unternehmen ist ja über 100 Jahre alt. Also das spricht ja schon mal dafür, dass ihr offensichtlich es geschafft habt mit der Kundenbindung über einen solchen langen Zeitraum hinweg. Was würdest du sagen, war sozusagen das Geheimrezept oder die Unternehmer-DNA, die in diesem Unternehmen drinsteckt? Also wir sind wirklich, ja, wir sind über 100 Jahre alt und wir haben natürlich auch gewisse Unternehmenskultur, ja. Und die kennen auch einen Großteil unserer Kunden. Die haben eine gewisse Erwartungshaltung an uns. Und die haben wir natürlich immer möglichst, ja, kann man sagen, befriedigt. Ja, im positiven Sinne. Ja, das war jetzt vor 2 Jahren wieder eine Kundenumfrage, wo wir in unserer Branche hier in Ravensburg als Erster abgeschlossen haben. Also wir versuchten natürlich immer an den Bedürfnissen der Kunden dran zu bleiben. Ob es jetzt die Beratung ist, ob es die Ware ist oder das Ambiente von unserem Haus oder jetzt diese Citycard. Ja, also da ist wichtig, immer am Zahn der Zeit zu sein. Und wenn man das bleibt, dann hat man auch Chancen, noch weiter zu bleiben. Herr Gerd, noch eine abschließende Frage. Was muss Mann und Frau 2015 im Kleiderschrank haben? Also sprich, wie sind die Modetrends des Jahres? Also Rolf, da fange ich bei dir mal an. Als Mann, wenn du abends unterwegs bist, solltest du jetzt einfach eine Biker-Lederjacke tragen. Ja. Dazu eine schöne Jeans. Die darf ruhig auch knackig eng sitzen, weil heute ist sie auch elastisch. Das heißt, dann ist sie immer noch angenehm und bequem zu tragen. Ja, also elastischen Stoff. Es geht um die Bequemlichkeit, also wieder wohlfühlen, ganz wichtig. Und jetzt gehen wir zu den Frauen. Da ist jetzt angesagt, vor allem in die Sommerzeit rein, jetzt der Festival-Look. Das heißt, das darf durchaus eine Schlaghose sein, ja, dazu eine Tunika und dann am besten noch hohe Absätze, ja, weil sonst kommt die Schlaghose nicht richtig zur Wirkung. Na, da kann ja das Jahr kommen. Herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke. Danke auch. Schön, dass du da warst. Ja, zu Gast im Studio waren Gerhard Giesecke, der Inhaber und Geschäftsführer des Modehauses Bredel mit Sitz in Ravensburg. Heute zu dem Thema Kundenbindung im Einzelhandel. Ich hoffe, Sie konnten auch das eine oder andere für sich mitnehmen. Mich würde freuen, wenn Sie jetzt dranbleiben, denn gleich geht es weiter im Programm. Und wir sehen uns dann spätestens nächste Woche wieder hier bei Chefsache. Bis dahin, alles Gute, genießen Sie auch den Sommer. Chefsache wurde Ihnen präsentiert von der Raiffeisenbank Ravensburg. Stark für den Mittelstand.